Ich war vor kurzem in Südafrika. Es war absolut unglaublich. Großartige Leute, großartige Kultur. Aber ich habe es nur auf touristische Art erfahren. Unser Vortragender wird uns nun als lokaler Guide zeigen, was Afrika noch zu bieten hat. Bitte ein herzliches Willkommen für unseren Vortragenden. Applaus. Hi. Hi. Könnt ihr mich hören? Zunächst einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe nicht erwartet, dass so viele Leute kommen würden. Daher großen Applaus für euch. Vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Und auch Dank an den CCC. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Und ich erlebe etwas komplett Neues für mich. Und vielen Dank für all die Organisatoren, die mir diese Bühne geben, um das Projekt vorzustellen. Das Projekt heißt Afroroots. Zunächst einmal, ich möchte euch etwas Persönliches erzählen. Das erste Mal, als ich in Afrika war, in Nordafrika war, ich war für ein Ritual, eine Zeremonie eingeladen. Eine Zeremonie, also die ist genauer, ich wusste nicht, ob ihr davon gehört habt. Ich war umgeben von afrikanischen Nachkommen und es ging um einen Ort, wo Sklaven früher abtransportiert waren. Und diese Zeremonie war sehr einprägsam für mich. Je mehr ich Fragen gestellt habe, warum macht ihr das, warum macht ihr diese Zeremonien? Und dabei erkundschaftet ich die Geschichte von Afrika. Und ein Jahr später konnte ich glücklicherweise ein Museum besuchen oder öffnen, ich bin mir nicht sicher. Und Anmerkung des Übersetzers. Dass während des Candomblé-Rituals haben sie mir erklärt, dass man dadurch wieder mit den Nachfahren, mit dem afrikanischen Kontinent sich verbindet, sich mit der Geschichte der Sklaverei verbindet durch diese Rituale zwischen Marokko und Brasilien. Wisst ihr, dass diese Geschichte dort ist? Und es ist dieses Mindset, dass diese Kultur, die über den Atlantik versetzt wurde, dass sie immer noch erhalten wird. Und in unserem Bild, also wir als Außenstehende sehen das jetzt natürlich jetzt im Fokus auf die Sklaverei. Und ich wollte absolut es vermeiden, diese üblichen Bilder zu zeigen, die wir alle kennen. Diese klassischen Narrative von Schwarzen, was die Wahrheit ist, wollte ich zeigen. Ich wollte darüber hinausgehen und wie diese Diasporas immer noch mit ihren Vorfahren verbunden sind und wie diese Musik in dieser Zeremonie da hineinspielt. Afrowood ist aus dieser Perspektive geboren. Das zweite Sache ist, ich war glücklicherweise auch in einem guten Projekt involviert vor 2-3 Jahren, als ich mit einem tollen Medium Virtual Reality in Kontakt gekommen bin. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon ausprobiert hat, aber diese VR war für mich eine sehr neue Erfahrung, wie wir Geschichten anders erzählen können, wie wir mit uns einbringen können, wie wir etwas kreieren können, eine neue Geschichte kreieren können. Und unterschiedliche Ansätze in Raum und Zeit. Und diese Technik erlaubt es mir, meine Perspektive zu erweitern und einen ganz anderen Weg zu gehen als Geschichtenerzähler. Und ich habe mich entschlossen, dieses Medium zu benutzen, also VR. Nicht, weil ich einen Hype verfolgen wollte, weil es cool war und ich einfach sagen wollte, das ist cool, das ist fantastisch. Es ist einfach nur, weil
ich war überzeugt, dass virtuelle Realität wirklich das richtige Medium ist, um diese Story weiterzubringen und zu vermitteln. Also, virtuelle Realität, ist für mich ein Medium, das einen wirklich in das Zentrum der Realität oder einer Realität packt. Man empfängt nicht, man ist im Zentrum dieser Realität und es bestimmt den Blick, den man darauf hat. Und es ist sehr subjektiv, was man sieht und was man fühlt. In meinen Augen, meiner Meinung nach, wie man hier sehen kann, es könnte wirklich das nächste Menschlichkeitswerkzeug. Es ist etwas ganz anderes, als ein Buch zu lesen, was eine andere Person geschrieben hat oder sich vorgestellt hat, dieses Anthropologie-Werkzeug. Also wir erschaffen kraftvolle Erinnerungen dadurch, dass wir schon den Kontext von dem, was wir sehen, erschaffen. Also bitte als erstes guckt euch diesen Trailer an von Afroroot und wir reden danach etwas. No sound. Oh, kein Sound leider. Okay, die versuchen gerade den Sound hinzubiegen, an Anmerkung des Übersetzers. Es ist okay, es ist sowas passiert. Und jetzt hört man den Sound. Centuries ago, many Africans were forced to leave their countries. They were spread in different corners of the world. A long, long journey through lands and seas. They left everything behind. They had to leave. They could only keep their language, their culture, and of course, their music. So there is a bigger story than slavery itself. This project is not another apology of slavery. I wanted to look beyond that. What happened after? Where are the slaves' descendants today? What did they produce in terms of cultures? How is their heritage? Is there any tangible memory form? So I decided to follow the path of the slavery roads. And I knew that music will guide my journey. Für viele Jahre bin ich in verschiedenen Ländern herumgerissen, mit verschiedenen Diasporas und habe mich mit ihrer Kultur und Musik beschäftigt. Kein Geschichtsbuch konnte mir die Sklaverei und die Geschichte wirklich erklären, besser erklären, als in dieser Gesellschaft zu sein. Das ist genau, worum es in diesem Projekt geht. Ich nutze um euch auf eine Reise zu bringen zu Leuten, die von Sklaven abstammen, aus Afrika abstammen und wie sie mit ihrer Herkunft umgehen. Hier ist mein Konzept. Wenn ihr mit die Erfahrung startet, seid ihr von vier Leuten umgeben und ihr guckt euch den einen Charakter an und der erzählt eine Geschichte und ihr guckt euch die Umgebung an, bevor ihr in eine spezifische Region und Geschichte einsteigt. My name is Abdullah Bulkhair Elgur. I am Malam Ognawa in Kenya, Morocco. I am
Ich lebe in Marokko und ich wohne in einem Haus, das Slawen gehört hat. Man hört Musik. Und das ist nicht alles. Wir wollen euch viel, viel näher bringen. Ihr seid eingeladen, ebenfalls Musik zu spielen, um das Erlebnis noch intensiver zu gestalten. Okay. Lasst mich, vielen Dank. Also ich habe mich entschieden, Musik zu verwenden auf dieser Reise. Als ich den ersten Prototypen entwickelt habe, habe ich erstmal sehr viel Nachforschung angestellt. Und ich habe Schwierigkeiten, also ich habe keine vertrauensvollen oder glaubwürdige Archive oder Zeugenberichte finden können. Ich habe nur in der westlichen Welt solche Quellen gefunden, nicht in Afrika. Eingesperrt in westliche Bibliotheken und große Institutionen. Das war ein großes Problem. Und das meiste dieser Erzählungen wurde von Leuten geschrieben, die Sklaventreiber waren, die Leute versklavt haben. Und daher waren diese Geschichten alle aus der Perspektive von westlichen Personen. Für mich war es klar, dass um die Geschichte zu erzählen, muss ich tiefer in die Archive gehen. Und ich muss wirklich in diese, ja, was wir Meta-Archive nennen, reingehen. Und dann herauszufinden, was die Leute über Generationen einander erzählt haben und sich mitgeteilt haben. Und diese Gemeinschaften, die durch den transatlantischen Sklavenhandel getrennt worden waren, das über 400, 500 Jahre zurückliegt, diese Communities, die jetzt auch zum Beispiel in Indien sind, die sprechen immer noch solche Sprachen und haben immer noch ähnliche Geschichten und Konzepte, die sie immer noch verbinden. Und es ist immer noch sehr mächtig. Also darum habe ich auch Musik als Medium verwendet, um diese und diese Entfernung durch Musik darzustellen. Wenn ihr auf die Karte guckt, seht ihr verschiedene Plätze. Einmal aus Subsahara nach Brasilien, von der Sahara nach Nordafrika. Es gibt den transatlantischen Sklavenhandel. Salvador de Bahia hauptsächlich 90% der Sklaven aus Westafrika sind nach Salvador de Dalí gekommen und von da in ganz Südamerika und in die USA. Also dieser Ankunftspunkt war ein sehr wichtiger Punkt für mich zu untersuchen. Und eine andere wichtige Sache, wo ich vor 3 Wochen herkomme, aus Gujarat, aus Indien, wo ich die Möglichkeit hatte, das zu untersuchen und etwas herauszufinden, die transpazifische Route afrikanische Abstämmige aus der Ostküste in Indien, zum Beispiel aus Kenien. Und diese 3 Ziele habe ich mir angeguckt, um herauszufinden, wie die Traditionen sich entwickelt haben und wie sie heute sind. Lass mich kurz erklären, was ihr zu erwarten habt. Also es gibt dieses Menü, 3 Charaktere sind vor euch und wie ich in dem Trailer gesagt habe, müsst ihr nur einen aussuchen und mit dem interagieren. Ihr wisst nicht, wer diese Person ist, wo diese Person ist. Ist genauso wie die Sklavenerfahrung damals. Und dann werdet ihr auch herausfinden erst später, wo diese
wo ihr seid, sozusagen. Und okay, es gibt diese drei Charaktere. Zuerst die Person im Trailer ist Meister aus Tangier, Marokko. Lusino do Gégé, ein Perkussionist aus einer Gruppe Salvador de Bahia in Brasilien. Und Sidi Goma, eine Band in Indien mit afrikanischer Abstammung, und die führen die sogenannte Dama auf, was ein Ritual in Afrika ist. Die Erfahrung ist sehr einfach. Man geht in dieses Menü, man sucht einen Charakter aus und dann hat man eine sehr lineare Geschichte, eine 360-Grad-Geschichte. Die Idee dahinter ist, diesen Charakter, den Ort, die Umgebung zu definieren zu lassen, wer er ist, und dann euch langsam in diese Gemeinschaft einzuführen. Und danach seid ihr komplett in dem Ritual, in der Zeremonie. Und jetzt könnt ihr euch fragen, welches Ritual, was ist dieses Ritual, warum hast du uns hier reingesetzt? Und dieses Ritual oder Zeremonie, es ist eine, auf der einen Seite ist es die pure Manifestation dieser Erinnerung. Und es ist auch eine Explosion von Sinn und auch der Technologie dahinter. Man sieht, man riecht, man spürt, man und da ist virtuelle Realität so stark und so beeindruckend. Und als Benutzer kann man natürlich immer stoppen, wenn man möchte. Aber Technologie ist so mächtig in diesem Projekt, weil man immer noch weitergehen kann. Weil die Struktur in diesem Projekt so ist, dass die Musik immer höher und höher und höher geht. Und warum? Weil diese Trends dient dazu, mit den Vorfahren sich zu verbinden. Für einige ist das etwas Neues. Es ist, aber die Musik, die während der Session produziert wird, setzt einen in eine Situation, wo man wirklich verbunden ist mit den Vorfahren, mit dem Erben, mit den Erinnerungen. Und die Herausforderung bei diesem Projekt war, diese Dinge zu produzieren und um diese Erfahrung zu vermitteln. Und woran wir gearbeitet haben, war eine technische Lösung zu arbeiten, was im Endeffekt ein Algorithmus ist, der die Frequenzen und die Körperbewegung misst, um auch festzustellen, ob man jetzt im Ritual steht oder ob man rausgeht. Wenn es zu viel ist, dann geht man zurück zum Menü, wenn man rausgeht. So einfach ist das. Das sind einige Nutzerberichte und es gibt Situationen, wenn man ein Projekt durchführt, wo man Zweifel an sich selbst hat oder an dem Projekt, und was ich immer mache, wenn ich den ersten Prototypen habe, dann zeige ich den Leuten, schaut mal, das ist, was ich tue, was denkt ihr? Und dieser Maestro of Guana hat mir gesagt, das ist, was ich immer schon erträumt habe. Ich wusste, ich habe Brüder und Schwestern anderswo. Und sie wissen, dass ihre Erinnerungen und ihre Familien und dass sie in Übersee sind, diese Verwandten, diese fernen Ahnen. Und sie verstehen daher auch diesen Sinn hinter diesem ganzen Projekt. Und in Brasilien hatte ich diesen seltsamen Spruch, wo mir gesagt wurde, wir brauchen keinen Pass mehr. Kürzlich wurde mir in Indien gesagt, dass
Und vor kurzem wurde mir in Indien gesagt, dass der Grund, warum ich das tue, ist die Dynamik dieser Verschiebung, der Versklavung und Verschiffung der Sklaven, die dann auch trotzdem noch die Weisheit und die Verbindung eigentlich mit übertragen hat. Okay, Anmerkung des Übersetzers, gerade wird es ein bisschen chaotisch. Wir versuchen wieder reinzukommen. Musik ist wirklich sehr mächtig, um uns klarzumachen, dass Erinnerungen immer intakt bleiben können. Und was ich durch dieses Projekt gelernt habe, ist, dass große Schönheit geschaffen werden kann, in eine neue Identität gebracht werden kann. Wenn man jetzt Brasilianer sieht, die jetzt Teil von Brasilien sind, die aber immer noch, die sich angepasst haben an die neue Umgebung, trotz ihrer Wurzeln in Afrika. Also, das Ergebnis von diesem Projekt war, dass wir eine App produziert haben, die kostenlos für alle zum Runterladen war. Und wir haben auch eine Multinutzer-Erfahrung umgesetzt. Und ich wollte mit diesem Projekt auch einen sozialen Einfluss haben. Ich wollte Sklaverei auf eine andere Art und Weise vermitteln. Und ich wollte, dass Kinder Musik hören können und sich die Geschichten anhören können und erfahren können und dabei auch auf eine andere Art und Weise verstehen, wie sich die Dinge damals ereignet haben und das Ganze dann auch auf musikalische Art und Weise erfahren. Und viele Leute lieben Jazzmusik, aber viele Leute verstehen auch nicht, wo kommt diese Jazzmusik eigentlich her und wie hängt das alles mit diesen versklavten und verschifften Gemeinschaften zusammen. Und um das abzuschließen, oder um diese kleine Rede abzuschließen, wisst ihr, was das ist? Ich habe Nachforschung angestellt, weil ich früher dieses Jahr einen TEDx-Talk gehalten habe. Das Thema war Wurzeln, also Roots. Und ich habe Nachforschung. Ich habe herausgefunden, dass 99% aller Pflanzen brauchen ihre Wurzeln und nur wenige Pflanzen können entwurzelt werden. Und diese Pflanze hat die Funktion der Wurzeln in die Luft gebracht, in die Blätter gebracht. Und diese Pflanze heißt Tillandsias. Und wie gesagt, sie hat die Rolle der Wurzeln etwas anderes verwandelt. Ist eine sehr inspirierende Pflanze. Denn es ist eine Erinnerung, dass wir uns alle selbst neu erfinden können. Und das ist auch der Fall für die Gemeinschaften, die vertrieben wurden. Die haben etwas verändert, sie haben sich verändert und immer weiter transformiert und dann in etwas so Schönes, wie sie heute sind, transformiert. Ich komme jetzt zu dem Ende meiner Rede. Vielen Dank, falls ihr Fragen habt. Vielen Dank. Bitte einen großen Applaus für unseren Vortragenden. Ein kleiner Hinweis am Ende. Er hat einen Prototyp mitgebracht zum Kongress. Und ich denke, du willst den auch zeigen. Falls Leute es ausprobieren wollen, ich habe einen Prototyp dabei, vielleicht draußen. Perfekt. Ihr könnt unseren Vortragenden
draußen vor dem Raum treffen. Wenn ihr Fragen habt, es gibt 2 Mikrofone. Bitte fragt die Fragen und sprecht dabei laut. Nummer 2, bitte. Danke für den Vortrag. Ich bin nicht aus Brasilien, aber ich denke, es ist wertvoll. Es gibt Diskussionen, dass diese Zeremonien, die heilig sind, die sollten nicht zugreifbar so einfach sein, vor allem nicht für Europäer, die das als Touristen sehen und dann und das irgendwie entweihen. Wie würdest du sagen, atmest du dein Projekt in diese Diskussion ein? Vielen Dank für die Frage. Es hat mich 1,5 Jahre gedauert, bis ich die richtige Person gefunden habe, die mir es ermöglicht hat, in diese Art von Sitzung reinzukommen. Zunächst einmal kamen dann natürlich die Vorwürfe, du kommst von Europa, du willst unsere Spiralität in Unterhaltung umzuwandeln. Und es hat gedauert, bis ich die lokalen Produzenten überzeugen konnte, dass das nicht mein Ziel war. Natürlich, virtuelle Realität ist eine Art goldene Brücke, die sehr beliebt ist und die einfach zu modern ist. Und die Afrikaner sind nicht sonderlich offen dafür, jetzt Leute von außen reinzulassen in diese alte Welt der Afrikaner. Und es ging auch um Identität, dass die Afrikaner gesagt haben, wir sind das. Das ist unsere Identität, die wir nicht einfach rausgeben. Und ich musste dann die Afrikaner überzeugen und mit Vertrauen zu gewinnen und ihnen klarzumachen, dass meine Ziele wirklich sinnvoll sind. Und es auch darum ging, halt Verbindung zu schaffen mit all diesen Brüdern und Schwestern, die jetzt in anderen Ländern sind aufgrund des Sklavenhandels, dass diese Verbindung halt auch noch aufrechterhalten werden soll. Und es ging ja auch nicht darum, etwas zum Rahmen, sondern man packt den Nutzer ins Zentrum der ganzen Erfahrung. Es ist nicht... ich weiß nicht, ob einige von euch schon in so einer Session waren, aber es ist eine globale Euphorie, bei der man hochgeht und es ist eine Art und Weise zu sagen, hier sind wir. Wir lieben, wir weinen, wir freuen uns, und virtuelle Realität ermöglicht halt, diese Dinge zu erfahren. Danke, nächste Frage. Internet, nein? Oh. Okay, Nummer 2. Vielen Dank danke. Für den Vortrag. Ich möchte ein bisschen hinzufügen. Nur Fragen bitte. Die Frage ist, ich kann das nicht machen. Ich muss etwas hinzufügen, weil einige Dinge nicht richtig gezeigt wurden. In diesem Fall muss ich die Diskussion leider auf nach den Vortrag verschieben. Anmerkung des Übersetzers. Jetzt erzählt. Okay, ich übersetze einfach. Die Leute, die nach Nordamerika deportiert wurden, es gibt auch Leute, die direkt nach Nordamerika verschifft wurden, nicht nur über Südamerika, wie du gesagt hast. Vielleicht können wir darüber später reden. Ich will jetzt hier das nicht diskutieren. Nächste Frage. Wenn dein einziges Ziel ist, die Communities zu verbinden, warum gibt es dann eine frei verfügbare App, die für jeden zugänglich ist,
das ist doch eigentlich eher dem Entertainment gedient. Gibt es und verdienst du auch Geld mit diesem Projekt? Und wer kriegt das Geld dann? Okay, warum eine App? Einfach, ich will es mit Leuten teilen, das ist so einfach. Gewinn, bis jetzt haben wir keinen Gewinn. Wir haben ein Prototyp gebaut mit einem Unternehmen in Berlin, das in VR ist. Also wir haben etwas Geld, um das zu produzieren, um es in einer guten Art und Weise zu machen, um dieses Medium und dieses Geschichtserzählungsmedium, das VR in diesem Sinn zu untersuchen. Und es gibt keinen Gewinn. Seit 2,5 Jahren arbeite ich an diesem Projekt. Wir haben kleine Grants bekommen von Kulturinstituten, um Forschung zu betreiben. Aber abgesehen davon, der Hauptfokus ist nicht, Geld zu machen. Das ist es. Der Hauptfokus ist, das Bewusstsein der Menschen zu verschieben, dieses Problem in einer ganz anderen Art und Weise darzustellen und auch zu probieren, eine Diskussion anzuzetteln, zu starten und die Vorurteile, die immer noch in unserem Gedächtnis sind, hervorzuholen. Wir sehen Schwarze immer noch als Sklaven. Es ist nicht wirklich einfach zu verstehen, was im Sinne der Anthropologie oder Geschichte entstanden ist. Und dieses Projekt ist ein Ansatz. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Bis jetzt hatten wir keinen Businessplan für dieses Problem. Aber ich wäre sehr glücklich, wenn Leute es erstmal sehen könnten. Und Mikrofon Nummer 2, bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Du hast angefangen mit virtuelle Realität ist ein Werkzeug für Anthropometrie. Also die Frage ist, was Anthropologie ist, und ich denke, es ist Teil der Präsentation. Also VR ist, ich will nicht so tun, als wäre ich ein Experte für VR. Und zweitens, niemand kann sagen, dass er ein Experte in diesem Bereich ist. Es ist ein sehr neues Werkzeug und alle Leute experimentieren. Manche sind gut, manche sind schlecht, manche sind haben sehr viel Macht und manche sind totale Fehlschläge, und keiner kann sagen, er hat diese megalische, magische Formel, um das beste VR-Stück zu machen. Als erstes würde ich sagen, ist es ein Werkzeug, uns in eine Situation zu stecken, wo wir mit der Welt in einer komplett anderen Art und Weise interagieren können, wenn wir etwas in der Geschichte zurückgehen. In uns das Kino angucken, in den frühen 60er, 70er Jahre von Jean Rouge in Afrika zum Beispiel. Das ist eine sehr ehrliche Arbeit. Er hat die Realität gezeigt, wie sie ist, das afrikanische Leben, wie es ist, gezeigt. Und ich denke, dieser Ansatz war immer durch diesen Ansatz haben wir immer die Bilder von Afrika gezeichnet, durch die Bilder anderer Leute. Und VR ist immer das genaue Gegenteil davon. Du stellst eine Kamera hin und du verschwindest. Es gibt 360 Grad, Dinge passieren, du beobachtest, dann guckst du auf was du aufgezeichnet hast, und dann kannst du damit das designen oder nicht. Aber dieses Aufzeichnen, diese 360-Grad-Aufzeichnen ist sehr einfach. Stellst den Nutzer in das Zentrum, und das ist ein sehr mächtiges anthropologisches Werkzeug, denn der Anthropologie-Punkt stellt den Menschen ins Zentrum. Vielen Dank. Kommen wir zur letzten Frage. Du hast mehr modernere Musikprojekte genannt.
sind so deine nächsten Projekte? Was denkst du, was sind so die nächsten Projekte für die nächsten 10 Jahre mit der Technologie? Ich stecke immer noch in diesem Projekt fest. Ich denke, wir sind weit entfernt vom Endprodukt. Ich bin sehr glücklich zu sehen, dass Leute mit uns interagieren. Ich kam gerade von einem anderen Meeting von Republika aus Afrika und ich habe festgestellt, dass dieses Projekt zwei verschiedene Leute anspricht. Zum einen afrikanisches Publikum und für die ist es schon genug, einfach nur in der Zeremonie zu sein. Das ist genau das, was sie suchen, im Sinne von Erinnerungen und Stellungen. Und dann gibt es noch dieses VR-Publikum, Leute, die sagen würden, was kann ich ausdrücken hier? Ich sehe Leute, die tanzen, Musik aussehen. Cool, aber was erwarte ich? Und wir arbeiten daran. Wir wollen Leuten zeigen, wie diese Musik und diese Macht der Musik auf dein Bewusstsein einwirken kann und auf dein Gehirn einwirken kann und wie es dich physisch einbinden kann. Und das ist die Art und Weise, wie wir mit Musik arbeiten. Wir kodieren Musik, wir haben einen Bereich von hoher Frequenzmusik und niedriger Frequenzmusik und das erzeugt diesen transzendenten Bereich und man kann Leute nicht dazu zwingen, manche wollen es einfach nicht, aber der nächste Schritt würde sein, diese interaktive Zeremonie zu verbessern, in CGI etwas zu erzeugen. Je mehr man die Erinnerungen darstellen kann, den Glauben sehen kann, desto mehr hat man dieses physische Gefühl, diese physische Erfahrung in der Zeremonie, tatsächlich dabei zu sein. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen, vielen Dank. Eine große Runde Applaus für unseren Speaker. Vielen Dank.